Ich habe eine fette Bestellung gerade abgegeben, Leute. Okay, so fett war die nicht, nur teuer. Von diesem Steffen. Steffen oder Stefan? Steffen Hensler. Edelsushi. Ich habe für eine Box gerade 100, also 99 Euro ausgegeben. Gesamtbestellung über 100 Euro. Krank teuer, Mann. Edel. Das hat Annie the Duck auch mal probiert. Eine ihrer Videos. Zudem hier hat sie gesagt, das war eines der geilsten Sachen, die sie jemals gegessen hat. Habe ich mir auch bestellt. Junge, ich bin gespannt. Es hatte geregnet, also jetzt hat es wieder nachgelassen. Dachte ich mir, okay, irgendwann will ich es eh bestellen. Jetzt fetter Regen. Was kann man sonst hier machen? Gefangen in der Wohnung. Habe ich es bestellt, aber jetzt wettertechnisch geht es wieder. Aber ich bin gespannt. Also ich habe 133 Euro gerade ausgegeben oder so. Das ist die Instagram-Seite hier. Luxury Sushi. Go by Steffen Hensler. Steffen Hensler. Ich habe keinen Plan, wer das ist, aber er hat über eine halbe Million Follower. Also ich bin da richtig gespannt drauf, Mann. Wird das das krasseste Sushi, das ich jemals in meinem Leben gegessen habe? Also ich kann euch sagen, es ist das teuerste. Tschüss! Da ist es, Leute. Hier, schau. Unique Box, 99 Euro. Yakitori, Wasabi-Suppe und Tempura gemixt. 133,50. Ich wusste nicht, ob ich dem Typen Trinkgeld geben soll. Ich hatte Trinkgeld vorbereitet, aber also er hat mir nicht die Gelegenheit gegeben. Und ich weiß nicht, also ist ja nicht so, dass die, also ich glaube nicht, dass die normal Lieferdienst haben, also sondern halt special. Also ich glaube, ich kann mir nicht vorstellen, wie oft das bestellt wird. Also wisst ihr, was ich meine? Also es ist nicht so ein Lieferdienst, der ständig unterwegs ist. Ich glaube, die haben halt einen Fahrer und dann auf Special wird das halt mal ausgeliefert. Also so stelle ich es mir vor, weil wie oft gibt es Leute, die einfach für mehrere 100 Euro oder über 100 Euro Sushi kaufen. Also Mindestding Bestellung war 70. Wobei, kein Plan, Mann. Also auf jeden Fall, ich hatte Trinkgeld vorbereitet, aber er hat mir nicht die Gelegenheit gelassen und ja. Schauen wir mal. Tschu. 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 Okay, ich höre auf damit. Soßen. Edel, edel. Edel, edel. Denkt sich auch wahrscheinlich, was ist das für eine Gegend hier? Was ist das für ein Typ? Jogginghose, Grattler. Richtiger Penner-Style. Stellt sich einfach. Junge, ey, Leute, Leute, Leute. Soll ich es auch machen, Leute? Hashtag We Love Sushi. Go bei Steffen Hensler München. Tada! Junge. Wie krank, dass es nicht irgendwie umgefallen ist oder so. Was ist das für ein kranker Lieferdienst? Schaut's mal, Leute. Mein Gott! Wie saftig sehen die aus, Mann! Oh mein Gott! Aber krank, oder? Dass während der Fahrt nicht umgefallen ist. Junge, Junge, Junge! Okay, das sieht nicht so krass aus. Aber soll gut schmecken. Was ist das, Mann? Ach so! Hä, nee, was ist das? Die Garnelensticks gehören zur Suppe. Ich dachte, das wäre mit Garnelen drin, aber. Und das sind die Spieße. Oh mein Gott, wie sieht das denn aus? Softe Junge. Oh mein Gott. Außer Kontrolle sind wir, Leute. Außer Kontrolle. Was ist da los? Oha. Ihr kennt doch das. Ihr macht es auf. Dann müsst ihr ein bisschen so machen, weil es splittert. Null Splitter, Mann. Spicy Teriyaki. Interessant. Halt nennt er das. Und normal Sojasauce. Junge, wo fangen wir an? Heftiger Shit, Mann. Braucht nicht mal so viel Ding.
Hat er 100 Euro. Ist schon krank. Das hat 100 Euro gekostet. Sashimi. Mein Gott. Darauf bin ich gespannt. Gut gewürzt, also. Normal ist er einfach nur geschnitten. Und dann tust du es halt rein. Wow, wow, wow. Ist auch lecker, aber ich. Ist auch mega lecker. Der Wasabi Kick. Ich weiß nicht, ob man die. Wahrscheinlich kalt. So. Soll man das hier reintunken, wenn das so ein Set ist? Mein Gott. Wer was fallen lassen? Mein Gott. Richtige Garnele, krank. Wow. Also das kann man auf jeden Fall sich gönnen. Den Huni. Sage ich noch Bescheid. Oh mein Gott. Tempura. Mein Gott. Mega. Ein bisschen Sauce. Das ist echt eines der besten, ich glaube das Beste, was ich jemals in meinem Leben gegessen habe. Wow. Oh mein Gott. So ein Spieß. Ich bin gespannt, wie zart dieses Fleisch sein wird. Alter, das ist nicht saftig, Mann. Wow, das ist heftig, Mann. Die Spieße ist heftig. Das ist heftig. Tempura ist heftig. Die Suppe. Möchte sein, nicht so mein Geschmack wie in dem ganzen Wasabi. Aber der Rest ist anders heftig, Mann. Schaut euch das an, Leute. Was ist das da oben drauf? Kein Plan. Wow, wow, kann nichts anderes sagen. Alter, was ist das, Mann? Was ist mit Rind oben drauf, oder? Schwierig, schwierig, also so Surf-and-Turf-mäßig. Hatte ich schon öfters mal. Das Fleisch, muss ich sagen, ist öfters ein bisschen zäh. Hier natürlich nicht. Heftiger Shit, Mann. Das ist Next Level. Oh mein Gott, ey. Heftig, Mann. Bin zurück, Leute. Hab mir die Vorspeisen gegönnt. Das Tempura. Oh, das Tempura so leicht, Mann. Richtig geil. Sushi ist noch eine Menge über. Und da wird auch noch eine Menge überbleiben. Das wird vielleicht heute Nacht gegessen. Aber es ist einfach mega. Das war's von mir, Leute. Und von dem teuersten Sushi, das ich jemals gegessen habe. Meine teuerste Mahlzeit überhaupt. Aber ich bin echt froh, in Bitcoin investiert zu haben, Cashflow zu haben und dieses Genusserlebnis im Leben mal gehabt zu haben. Viele Sachen ausprobieren, schmecken, erleben, das ist so das, was ich machen will.
Und das ist auf jeden Fall ein Erlebnis wert. Und boah. Ja, das war's von mir, Leute. Ihr wisst Bescheid, wie man liken, subscriben, kommentieren. Folgt uns auf Twitch. Heute sind wir live. Und auf Instagram natürlich. Und ansonsten in DeFi und Bitcoin investieren. Cashflow generieren. Serious Business und ciao.